Mit diesen 10-sekündigen Clips protestieren zahlreiche Menschen derzeit im Netz gegen ein italienisches Gerichtsurteil. Ein 66-jähriger Hausmeister soll einer 17-Jährigen in die Hose gefasst haben. Der Beschuldigte räumt den Griff als Scherz ein. Die Tat soll außerdem nicht länger als 10 Sekunden gedauert haben. Das Gericht entschied, zu kurz für einen sexuellen Übergriff. Die Empörung und Wut sind nun groß. Alle eint die Ansicht, jede ungewollte Berührung ist und bleibt ein Übergriff, egal ob es ein einsekündiger Klatscher auf den Po ist oder eine länger andauernde Berührung.